Also scheiße. Mann, Fresse, ich krieg echt zu viel, wenn ich das Portal nicht mehr finde. Ja, es ist immer so schlimm. Du hast. Hm? Was eine Presse du hast. Na, natürlich auch. You can't take it back, no. I'm going so much, let's see, I'll take my words and walk. Willkommen, meine Freunde, und damit willkommen zu einer weiteren Runde von Hexit. Heute mit dabei ist wieder mein kleiner Bruder und unter anderem auch der Alex. Hallöchen, mein Name ist Alex, ich bin vom Channel Free of Time und irgendwie bin ich in die Skype-Kontakte vom Conan reingeraten. Wie ich da hingekommen bin, keine Ahnung. Jetzt muss ich mal die Mucke ein bisschen leiser machen, das ist ja unglaublich laut hier gerade. Komm, lade ein bisschen schneller. Lalala. So. Okay, ich glaube, jetzt hört man dich anständig. Jo, das fände ich ganz gut, aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Genau. So, wir waren im Nether in der letzten Folge. Habe ich es noch in den Nether geschafft? Das Problem ist, ich habe keinen Plan, wo der Ausweg ist. Yay. Der Minimap kann es vielleicht sehen. Nee, leider nicht. Habe ich schon versucht. Aber ich habe noch auf düster wieder. Das ändert es irgendwie immer. Ist nicht so geil. Ja, ich wollte ein bisschen Quarz hier tatsächlich farmen für mein neues Zuhause. Oh. Mir fällt gerade auf, die Tastatur macht mal wieder Probleme. Ja. Ja, ja, also auf das Equipment schieben, ne? Das ist einfach Skill ist, das ist es, was für Tastaturprobleme. Ja, ist schon so. Ja, meistens muss ich dann halt einfach die Tastatur außen wieder einstecken, dann läuft's wieder. Kurzer Moment, war. Hallo? Hallo? Ah, jetzt. Ja? Sorry, ja? Jetzt geht's wieder. Oh, jetzt ist okay. Alles in Ordnung. Dann ist gut, ja. Nein! Oh, alles fällt runter. Das kommt mir nicht gerade so sicher vor, was ich hier gerade mache, aber. YOLO! Das Lachen. Ja, wie geht's dir das so heute? Ach, alle. Du interessierst dich für mich? Senpai? Ja. Senpai, you know this? Ja. Ich bin heute gut drauf, sonst wärst du mir scheißegal. Ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hab vorgestern Overwatch bekommen, hab mich auf Level 21 gegrindet in einem Tag. Nicht schlecht. Dann war ich heute erstmal ein bisschen weg vom Rechner, weil. Boah. Alter, das ist, nee, dann konnte ich auch erstmal halt so weit, oh, ich war ein bisschen in der Stadt gespielt und vorhin was essen, deswegen, mir geht's eigentlich ganz entspannt, sind jetzt Ferien. Ach, Ferien sind schon immer geil, ne? Ja, und wie geht's dir so, erzähl mal ein bisschen was. Ja, ich hab halt Zahnschmerzen, aber ansonsten ist okay. Okay, wie kommst du zu Zahnschmerzen? Ich rede ein bisschen kurz. Eigentlich putze ich relativ oft im Vergleich zu anderen sogar, zweimal fast täglich, je nachdem. Oh. Aber das. Wow, Alter, bin ich erschrocken. Aber das Ding ist, aus irgendeinem Grund hat es trotzdem ein gigantisches Loch gegeben, weil ich immer zu faul bin, irgendwie zum Zahnarzt zu gehen, wurde es noch immer größer, man kennt's, denke ich mal. Ja. Ich sehe gerade. Alter, ich mach so eine Scheiße hier gerade. Ich will keine Ohrfeige kassieren wieder. Oh shit. Ja, immer wenn ich sterbe, darf mein kleiner Bruder mir eine klatschen. Oh, okay. Darf ich auch mal vorbeikommen? Ja. Also, wenn du Bock hast. Nein. Zweieinhalb Herzen noch. Scheiße, Alter. Ich habe einfach nichts mehr gesehen. Bleiben ist es und so. Da bin ich in die Lava reingeflogen mit meinem Flugstab. Okay, das ist very skilled, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn du nichts mehr siehst, ist halt einfach kacke. Ja. Ja, auf jeden Fall. Nochmal zurück zum Thema. Ich hatte halt einfach. Ja, wegen den Zahnschmerzen. Ich hatte halt einfach extreme Zahnschmerzen tatsächlich und hab's irgendwie immer ignoriert und jetzt wurde es immer schlimmer irgendwie. Und ja. Deswegen sollte ich jetzt endlich mal zum Zahnarzt gehen. Bin heute eigentlich da gewesen, aber die hatten heute keine freien Plätze mehr und deswegen habe ich halt erst morgen einen Termin. Und jetzt muss ich halt noch eine Nacht ausharren. Ja. Und ich denke, die Leute, die selber schon mal Zahnschmerzen hatten, die wissen, es ist halt einfach immer in der Nacht kommen diese scheiß Dinger, diese Zahnschmerzen, ne? Die sind ganz dreckig, die kommen immer nachts, ne, wenn man sie nicht sieht. Ja, ist schon so blödes Karies. Ja, nee, aber Zahnschmerzen ist echt so ein richtiger Schmerz, so weißt du, wenn du dich irgendwo geschnitten hast, das wäre gut, blutet zu zwei, ne, ist halt so, aber so Zahnschmerzen, ne, boah. Das ist mega eklig, ja. Ja. Vor allem, wenn du beim Essen auch noch so, ich hatte es halt so, letztes Weihnachten warst du, ich habe halt so unnormal viele, Glühweinbonbons gegessen, ne, dann war meine ganzen untere Zahnreihe angegriffen, damit ich irgendwie Brot gegessen habe oder so, das hat so scheiße weh getan. War zum Glück nix, ne, kein Loch oder so, aber seitdem esse ich keine Glühweinbonbons mehr. Ja, kann ich mir vorstellen. Das Ding ist halt, bei mir ist es mittlerweile so extrem, dass selbst wenn ich schon die Zähne nur zubeiße, egal ob ich jetzt was esse oder nicht, nicht mal kauen, in dem Moment tut es sau weh. Deswegen, ich kann momentan nicht mal den Mund richtig zu machen, das ist richtig schlimm.
Ach, deswegen redest du es, als ob du einen Schwanz im Hotel hast. Ich hab mich schon gesagt, ja, was klar. Das ist. Nee, das ist die Gewohnheit, weil ich wirklich immer einen Schwanz... Okay, oh. Alles klar. Jetzt ist echt Ende Gelände hier. Will das mal im Video noch monetarisieren können? Ich kenne dich doch. Nee. Alter, ich sollte auch echt aufhören, solche Späße in den Videos zu machen, sonst nehmen das alle noch zu ernst und dann kriege ich keine Fangirls. Ja, Scheiße. Das kenne ich aber halt auch, wenn letztlich die Leute noch nie nicht verstehen und denken so, das war ein Joke. Und so, also, Warnung. Nein, nicht schon wieder so eine Spinne. Oh mein Gott, fuck mich nicht ab. Alter. Sie hat dir dein Herz geschenkt. Ich habe schon wieder so eine blöde Missgeburt. Ich habe keinen Plan, wo der Ausgang ist. Das ist halt das Schlimme. Ach, das ist echt scheiße, Mieter festzuhängen. Kannst du nicht in den Videos nachschauen? Hier oben bei den. Eigentlich wollte ich das. Ich hab's irgendwie vergessen. Voll in live. Ja, schon irgendwie. Ich vergesse sowas immer. Oder es ist mir einfach irgendwie, ich bin zu faul. Das passiert auch noch oft. Egal, ich fahr mir jetzt einfach mal schön Quarz. Das Problem ist, das Portal war nicht irgendwie draußen, sondern es war schön in der Bucht drinne. Und bis ich die Bucht finde, das kann eine Ewigkeit dauern einfach schon. Ja, der Nita schon trinke ich manchmal, das stimmt. Okay, was werfe ich weg? Samen, die brauche ich nicht. Ich habe schon genug Samen. Ich hatte früher immer so Angst, in den Nether zu gehen, weil ich einfach gestorben bin. Und weißt du, wieso du zu viele Samen hast? Weil du chronisch der Vögel bist. Ja, das auch. Aber nicht nur das. Ach, oh, alles klar. So, jetzt muss ich echt mal gucken. Also hier ist das Ding. Hier ist das, die Stadt, wenn ich ins Ding zurückkomme. Das heißt, es müsste eigentlich hier oder hier sein. Und ich tippe auf hier. Oder dort, wo du jetzt bist, kann es eigentlich auch sein. Nee, es müsste schon an einer roten Stelle gewesen sein. Irgendwo hier oder so. Hoffe ich, glaube ich. Kann sein. Weiß nicht. Das hier, das macht einen Kopf. Es waren, glaube ich, auch solche Baumstämme in der Nähe. Wenn ich das richtig im Kopf habe, tatsächlich. Aber ich bin mir so unsicher, das ist mega schlimm. Hast du schon eine Smeltery? Nee. Kannst du doch das Blaue und Gelbe. Ja, so wertvoll ist das Ding gar nicht. Ja, ist schon cool. Naja, finde ich jetzt nicht mal so. Das wäre ein Material, würdest du es dann machen? War es die Smeltery? Nein. Gibt es nur ein Material? Nein, ich meine deine Werkzeuge. Ach so, Obsidian, denke ich mal. Das ist das Coolste, denke ich mal. Wenn nicht, Manulin. Manulin? Ja, Manulin ist so ziemlich das Beste. Echt? Ja. Es ist doch besser als, Ja, das ist das Beste halt. In meinem Mod-Projekt auf meinem Kanal kann man das natürlich sehen, aber du hast nicht zu Herzen genommen, was ich dir sage. Wieso hörst du nicht auf mich? Pedro musste deine Dinge sterben, der arme Pedro, was soll ich seiner Tochter sagen? Er sagt mir einfach, Greeny ist scheiße drauf gewesen, er ist scheiße gelaunt und muss dann also mal wieder aufnehmen, oh mein Gott. Oh. Alter, scheiße. Mann, Fresse, ich kriege echt zu viel, wenn ich das Portal nicht mehr finde. Ja, es ist immer so schlimm. Du hast. Hm? Was eine Presse du hast. Naja, durchaus. Falsches Uhr weggemacht. So, jetzt ist gut. Boah, Alter, ich muss jetzt echt irgendwie mal einen Ausweg finden. Das ist doch unglaublich. Ich habe schon so viel Quarz gefahren. Ich will gerne mal in die Overworld gehen und anfangen, meine Villa zu bauen. Das wäre cool. Villa. Es wird eine richtig geile Villa. Halt dein Maul. Halt dein Mull. So. Womit nimmst du eigentlich auf? Mit einem Waschmob. Du meinst Videos, ja gut. Du, ja. Die nehme ich natürlich mit Shadowplay auf. Und Audacity und OBS manchmal noch die Facecam. Achso, okay, aber bei Shadowplay kannst du. Ich bin auch Shadowplay, aber bei Shadowplay kannst du auch Facecam einstellen oder nicht? Oder bin ich da vollkommen retarded? Was nochmal? Bei Shadowplay kannst du dir ja auch die Facecam noch mit einstellen. Wieso nimmst du die extern auf? Dann musst du das ja nachsynchronisieren. Das Problem dabei ist, wenn ich mit Shadowplay aufnehme, klar, es ist mega gechillt, wenn ich dann so die Facecam aufnehme, aber dann kann ich die nachher nicht mehr umplatzieren, beziehungsweise bloß verändern und skalieren und den ganzen Scheiß. Achso, okay, halt ja, gut, schon stimmt. Viel spontan, nicht. Also. Da ist was dran, ja. Problem mit Electric Stuff. Also von der Menge her meinst du? Nee. Ich bin immer so sparsam mit solchen Sachen. Das hast du schon mal gesagt. Nur so ein, zwei Mal. Ah. Alles klar.
Gott sei Dank habe ich eine Glücksspitzhacke, damit kann ich so easy Quarz erfarmen und dann noch mit einem Flystar kurz durch die Gegend rushen, ist auch ganz gechillt, aber ohne Portal ist echt nicht so geil. Weißt du was, ich öffne jetzt einfach mal kurz, nein, scheiße, wenn ich jetzt das mache, dann ist die Musik direkt weg. Ach, soll ich das machen oder soll ich weiterhin suchen? Das Ding ist, die Suche ist... Ja, finde ich, aber das kackt mich nachher an, dann muss ich immer die Facecam doppelt synchronisieren. Vor allem ist das ja nur eine 40-minütige Aufnahme-Session hier. Vor allem, ich glaube, entweder bleibe ich jetzt im Nether oder ich finde den Ausgang von alleine. Weil ich kann ja sowieso noch relativ viel Quarz erfarmen. Von daher ist es gar nicht mal so verschwendet, die Zeit. Ja, ich denke, ich mache das nur nicht. Ja gut, darum geht es mir jetzt gar nicht mehr so. Ja, das bleibt nämlich trotzdem nice. Na klar, das stimmt schon. Ist es hier oben? Was hier oben drin? Nee. Die weißen, ja. Stimmt, die könnte ich auch mal erfahren noch. Dann habe ich noch weiße Bäume. Alter, blöde Scheißspinne. Ich krieg zu viel, wenn ich diese. Ja, ich sehe einfach immer gar nichts. Easy going. Leute, so rackt man Spinnen im Nether. Was? Nein, nein. Es sind 10.000 kleine Spinnen da. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Tschüss. Weißt du, die machen eigentlich gar keinen Schaden, aber einfach das Feuer, das nervt so, weil es Texturfehler gibt, nach sieht man auch gar nichts mehr. Warum kühlst du dich nicht einfach drum? Das kann man nicht beheben, das ist von Hexit selber. Auch wenn man das komplette Dings Texture Pack drin hat, diese Texturfehler immer noch vorhanden. Das ist halt das Problem. So. Wie viel Material hast du schon? Quarz. Quarz? Ja. Kein Plan. 22, ne? Muss immer auch die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Also, nee, ich meine nicht jetzt Quarz, ich meine jetzt einfach die Zeit. Das ist schon, woher hast du das jetzt gewusst? So. Zack. Ja, fast 3 Stacks haben wir auch mal erfahren. Easy going, würde ich mal meinen. Fast 3 Stacks, 2,5 nennt man das. Ja, das ist schnell gemacht. Ja, betreiben musst du gleich nicht. Hast du gehört, dass du sagen, fast 4 Stacks. Hab ich auch. Alter Mull jetzt. Fast 9 Stacks. Halt jetzt dein Mull. Schlag die sonst wieder. Okay. Sonst machen wir eine neue Regel. Jedes Mal, wenn ich nicht sterbe, kriegst du eine Backpfeife von mir. Das ist eine coole Regel, Alter. Ah ja, willst du nicht noch ins Feuer baden gehen oder so? Echt? Ja. Aber nee, so witzig finde ich das jetzt nicht. Also jetzt brenne ich wegen dir. Und wenn die Rüstung kaputt geht, deinetwegen, dann gebe ich dir wirklich eine Backpfeife, ne? Bist reingegangen. Du hast mir jetzt befohlen, dass ich reingehen soll. Nö, hab ich gesagt, das ist schön. Halt der Mull. Jetzt sind wir so in die Bade geworden, ne? Ein paar Seerosen reintun und Lava reinfüllen. Ja, dann entsteht aber Obsidian, wie willst du da drin dann baden? Nur weil du schwarz ist. Ich habe eine Festung gefunden, ja. Geile Sache. Festung nur wegen mir. Nein, das liegt daran, dass ich nicht aus dem Nether gegangen bin. Hier kann ich natürlich Wither-Köpfe farmen. Oder, nee, war kurz nicht Wither-Köpfe, sondern diese Blackbones. Die brauche ich für extra. Aber super selten. Nicht, wenn du Looting 3 auf dem Schwert hast. Ich habe die so schnell erfarmt gehabt in der hast alten... Hast du Looting 3? Nee, leider nicht. Ich habe mein Schwert gar noch nicht verzaubert. Aber das kommt alles noch. Das muss ja nicht alles direkt von Anfang an sein. Ich meine, jetzt habe ich auch kaum Level. Ich meine, ich bin ja irgendwie jetzt in der... Ich bin jetzt irgendwie in der 8. Folge oder so der 2. Season, von daher. Willst du eine Pause machen? Ja, was ist eine Pause? Zwischen der 1. und 2. Season. Nee, das kommt direkt aneinander, weil es ja eigentlich durch einen Fehler gibt es 2 Seasons. Wobei, ganz ehrlich gesagt, selbst wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte, hätte die Welt wahrscheinlich danach nicht mehr funktioniert. Also es ist ja eigentlich ein Fehler von Hexit. Wobei, das kann ich jetzt so nicht sagen. Es ist halt einfach beim zweiten Mal, dass ich die 2. Season versucht habe zu machen, hat es ja dann nicht mehr so richtig funktioniert. Und ach, es ist alles so eine Sache. Gibst du bist am Verein.